Wunder dich schlau. Der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen. Vom Universum Bremen. Hallo Andreas. Ja, hallo Peer. Schön, dich wiederzusehen. Ja, hat beim letzten Mal Spaß gemacht. Letztes Mal haben wir über die Sonne gesprochen und das war schon interessant genug. Aber heute geht es um Planeten, denn du hast ja ein Planetarium. Ja, tatsächlich, da ist das Wort Planet ja drin und natürlich beschäftigen wir uns im Planetarium auch ganz viel mit den Planeten. Du hast ein Planetarium, ist nicht ganz richtig, du leitest es nur. Ja, ich leite es nur, ist nicht mein eigenes. Wem gehört das? Das gehört der Hochschule Bremen. Wir bilden nämlich bei uns tatsächlich Nautikerinnen und Nautiker aus. Wenn also jetzt irgendjemand sagt, ich möchte die große weite Welt sehen, ich möchte Kapitänin werden oder Kapitän, Offizier auf einem Schiff, ja, dann kann man bei uns Nautik studieren, kriegt dann irgendwann ein Patent und die Erlaubnis, die ganz, ganz großen Schiffe übers Meer zu fahren. Und die Nautikerinnen und Nautiker, die müssen tatsächlich sich am Sternenhimmel auskennen. Ich meine, jeder hat ja Google Maps auf dem Handy. Das funktioniert auch auf hoher See. Aber das kann ja mal ausfallen. Und deshalb müssen die lernen, wie finde ich nur mit den Sternen meinen Weg auf hoher See. Und dafür seid ihr dann da? Dafür sind wir da. Dafür ist das Planetarium ursprünglich mal angeschafft worden. Und ich halte ab und zu auch nochmal Vorlesungen in diesem Bereich für die jungen Studenten. Die werden also bei uns ausgebildet. Aber das spielt gar keine so ganz große Rolle mehr. Seitdem die Technik so weit fortgeschritten ist und jeder überall weiß, wo er ist, müssen die es zwar noch lernen, aber im Alltag spielt es keine so große Rolle mehr. Und deshalb haben wir eben ganz viele andere Besucher jetzt im Planetarium. Machst du das eigentlich alleine? Jein, also ich bin der einzige hauptamtlich Angestellte beim Planetarium. Ich habe aber jedes Jahr eine Bundesfreiwilligendienstleistende, einen Bundesfreiwilligendienstleistenden im Bereich Kultur. Immer junge Leute, die ein Jahr freiwillig im Planetarium arbeiten und ganz tolle Ideen mitbringen. Und dann habe ich noch ganz viele Studenten, die so, wenn sie Freizeit haben, ab und zu mal am Wochenende den Dienst übernehmen und den Leuten dann ja den Sternenhimmel vorführen. Wie wird man denn Leiter eines Planetariums? Was bist denn du? Was hast du denn gelernt? Ja, also ich habe tatsächlich studiert und zwar bin ich eigentlich Umweltphysiker. Ich habe hier in Bremen Umweltphysik studiert und dann als zweites Fach Geografie dazu genommen, also Erdkunde. Und habe dann meine Abschlussarbeit auch tatsächlich im Bereich Umweltphysik gemacht. Ich habe an einem Satelliten mitgearbeitet, dem Envisat. Das ist einer der größten Satelliten, die je gebaut worden sind. Ein Umweltforschungssatellit. Und dieser Satellit guckt vom Weltraum aus auf die Erde, wie viel CO2 wir produzieren, was für Schadstoffe wir haben. Aber mit denselben Methoden kann ich auch in den Weltraum rausgucken und den Weltraum untersuchen. Also insofern ist das relativ dicht dabei. Habe dann tatsächlich meinen Abschluss als Lehrer gemacht, Physik und Erdkunde, und bin dann fürs Planetarium aber abgestellt worden. Und weil wir haben ja ganz viele Schulklassen bei uns. Und das ist immer gut, wenn man da jemanden hat, der so auch ein bisschen weiß, wie gehe ich mit Kindern um, wie kann ich die unterrichten, wie kann ich das spannend darstellen. Dann lass uns doch direkt mal in das heutige Wunder reinhören. Denn ich habe den Eindruck, du kannst mir da weiterhelfen. Ja, ich hoffe. Für mich ist ein Wunder, dass alle Planeten rund sind. Planeten sind rund. Darüber sind wir uns einig, oder? Ja, das ist sogar die Definition eines Planeten. Ach. Ja, es gibt ja im Himmel, im Sonnensystem viele Objekte. Es gibt einmal die Sonne, die ist rund, es gibt die Planeten. Dann gibt es aber ja auch ganz viele Kleinkörper und die sind nicht alle rund. Das ist zum Beispiel Asteroiden, die haben manchmal ganz wilde Formen. Und einige Monde im Sonnensystem, zum Beispiel die Marsmonde, die haben eher so eine Form wie eine Kartoffel oder so etwas. Und tatsächlich nur die Planeten und die Sonne, die sind richtig rund. Also ein Planet muss rund sein, um ein Planet sein zu dürfen. Genau, die Internationale Astronomische Union, das ist ein Zusammenschluss von allen Astronomen auf der Welt, die haben sich mal überlegt, was ist eigentlich ein Planet? Wie unterscheiden wir einen Planeten von einem Kometen? Und dann hat man eine Definition gefunden. Kann ich ja mal kurz erzählen, was man gesagt hat. Nämlich ein Planet muss die Sonne umkreisen oder ein Stern. Das machen natürlich alle Planeten und auch alle Kometen und Asteroiden. Dann muss ein Planet allerdings so groß sein, dass er sich unter seiner eigenen Schwerkraft zu einer Kugel zusammenzieht. Sonst ist er nicht groß genug, sonst ist es irgendein Kleinkörper. Und der dritte Punkt, das ist, ein Planet muss auf seiner Bahn den größten Teil der Masse auf sich vereinen. Das heißt, er muss genügend Masse haben und deshalb sind die ganzen Asteroiden zum Beispiel zwischen Mars und Jupiter, diese Kleinkörper, deshalb sind das keine Planeten, weil da kein Körper die meiste Masse auf sich vereint. Und davon gibt es jede Menge. Von diesen Nicht-Planeten. Genau, davon gibt es Millionen. Allein zwischen Mars und Jupiter haben wir über 1 Million solcher Asteroiden. Ein paar von denen oder einer hat zumindest den Status eines Zwergplaneten. Hat er auch einen Namen?
Ja, Ceres heißt der. Der ist immerhin 1000 Kilometer groß und der ist tatsächlich auch rund. Also würde er sich die Bahn nicht mit den anderen Körpern teilen, könnte man ihn sogar als Planeten bezeichnen. Aber weil er eben seine Bahn nicht freigeräumt hat, durch dazu reicht seine Schwerkraft denn doch nicht. Deshalb ist es nur ein Zwergplanet. Es gibt ja ein wirklich prominentes Beispiel für einen berühmten Planeten. Das ist die Erde. Die ist ja rund. Warum ist die Erde rund? Das liegt daran, dass die Erde relativ schwer ist. Die hat eine große Masse, also viele, viele Steine und Metall im Kern, die Ozeane, all das wiegt ja was. Wir wiegen ja auch was, wir kennen das ja auch, wenn wir hochspringen, zieht uns die Erde zurück oder wenn wir irgendwas aufheben, ein Stein, ein kleiner Stein ist leicht, aber ein großer Stein ist ziemlich schwer. Mhm. Und deshalb wird alles zum Erdkern gezogen. Wir können ja nicht einfach in den Weltraum springen. Das ist auch gut so, sonst würden wir ja irgendwann verloren gehen, wenn wir zu hoch springen. Hat seine Und genau, hat seine Vorteile. Und auch unsere Lufthülle, die wir atmen, die würde sonst im Weltraum verflüchtigen. Und die Erde ist ja ziemlich rund, aber es gibt ja auch zum Beispiel Gebirge. Den Mount Everest, den kennt ja jeder und jede. Der höchste Berg der Erde. Und wir wissen, viel größer könnte der Mount Everest gar nicht werden. Also wenn jetzt kommen würde und sagen, wir wollen die Erde mal unrund machen, wir bauen auf dem Mount Everest jetzt noch, legen immer Steine oben drauf, dann würde man feststellen, das funktioniert nicht, weil die Anziehungskraft der Erde würde den Mount Everest dann in die Erde hineinziehen. Wir haben ja unter uns einen glutflüssigen Ozean, das merken wir ja gar nicht, aber das Innere der Erde ist tatsächlich flüssig. Und wir, die festen Landmassen, die schwimmen da drauf, wie Boote, wie kleine Inseln. Und wenn etwas zu schwer wird, dann sinkt es ins Innere der Erde rein, weil die Erde so eine starke Anziehungskraft hat. Und deshalb kann man die Erde eben nicht wirklich unrund machen. Die Erde ist schon relativ rund. Ist es denn mit dem Mond? Oder ist es denn mit dem Mond denn auch ähnlich? Die sind auch alle rund, oder? Die meisten Monde sind groß genug, dass sie rund sind, aber nicht alle Monde. Zum Beispiel der Mars, der hat zwei winzig kleine Monde, Phobos und Deimos, sind wahrscheinlich sogar eingefangene Asteroiden. Das heißt, die hat er gar nicht von Anfang an gehabt. Und die sind eher kartoffelförmig. Die sind überhaupt nicht rund. Und wenn wir so Kometen anschauen zum Beispiel, da gibt es viele, die sehen so aus wie eine Erdnuss oder tatsächlich so ein bisschen krumm. Also diese geometrischen runden Formen, das finden wir nur bei den Planeten oder bei den Zwergplaneten. Alles, was kleiner ist, ich sag mal, was kleiner so als 500 Kilometer im Durchmesser ist, das ist ja schon groß, 500 Kilometer, aber alles, was kleiner ist, kann auch eine sehr, sehr unregelmäßige Form haben. Hat denn eigentlich jeder Planet auch so einen Mond? Nein, tatsächlich nicht. Die beiden inneren Planeten, Merkur und Venus, die haben keinen Mond. Die Erde hat nur einen, Mars hat zwei. Jupiter hat fast 100 und der Saturn, der hat sogar 145. Saturn, gutes Stichwort. Kann man ihn denn ruhigen Gewissens auch als Planet bezeichnen, wenn er denn diese komischen Ringe hat? Ja, natürlich. Die Ringe haben nichts damit zu tun, ob es ein Planet ist oder nicht, sondern der Saturn ist der zweitgrößte Planet im Sonnensystem sogar. Und diese Ringe, was machen die? Ja, die kreisen um den Saturn. Wenn man den Saturn mal in einem Teleskop anschaut, dann sieht er tatsächlich aus, ob der so zwei Henkel hat oder so einen Hula-Hoop-Ring. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, das ist gar nicht ein Ring, das sind Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende kleine Einzelringe. Und wenn man noch genauer hinschaut, sieht man, das sind keine festen Ringe, sondern das sind alles kleine Teilchen. Einige so groß wie ein Häuserblock, einige sogar 100 Meter groß, ganz viele aber nur 2-3 Meter groß oder teilweise sogar nur Staubkorn groß. Und wie kommen die dahin? Ja, darüber wird noch ein bisschen gestritten in der Wissenschaft. Ganz genau weiß man das nicht, aber die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass das ein Mond ist, der dem Saturn zu nahe gekommen ist. Der Saturn hat ja eine riesige Anziehungskraft, viel stärker als die der Erde. Und wenn ein Mond zu dicht an den Saturn heranrückt, dann kann die Schwerkraft ihn tatsächlich auseinanderreißen und ihn zerbröseln lassen. Und wahrscheinlich ist einer seiner Monde ihn vor ein paar zig Millionen Jahren zu nahe gekommen, ist dabei zerrissen worden, hat diesen Ring gebildet. Der ist auch nicht dauerhaft da, der Ring. Wir wissen das mittlerweile, regnet ganz, ganz langsam auf den Saturn herab. Und irgendwann, allerdings erst in Hunderten von Millionen Jahren, wird sich der Ring auch wahrscheinlich wieder aufgelöst haben. Ist der Saturn der einzige Planet, der solche Ringe hat? Nein, tatsächlich haben alle großen Planeten Ringe. Also die inneren Erde, Mars,
Merkur, Venus, die haben keine Ringe, Pluto auch nicht, aber alle Gasplaneten, also Jupiter, Saturn und die Eisriesen Uranus und Neptun, die haben tatsächlich alle Ringe, allerdings mit einem kleinen Fernrohr kann man nur die vom Saturn wirklich gut sehen. Bei den anderen braucht man entweder ein riesiges Teleskop oder eine kleine Raumsonde, die in der Nähe ist. Weil die so klein sind? Oder die sind so schwach, nur der Saturn hat Ringe, die so dicht sind, dass sie so hell sind, dass man sie gut sehen kann. Die anderen Ringe hat man tatsächlich teilweise erst entdeckt, weil die Ringe einen Stern zum Beispiel verdeckt haben, dann wurde der Stern plötzlich dunkler, als der Planet da vorbeigezogen ist und dann konnte man plötzlich feststellen, oh, der hat ja auch Ringe und mittlerweile hatten wir ja Raumsonden zu allen Planeten geschickt und die konnten die Ringe dann auch tatsächlich richtig fotografieren. Es gibt dann noch einen Planeten in unserem Sonnensystem, der, glaube ich, ein bisschen umstritten ist. Der Pluto. Ja, tatsächlich. Pluto, den hat man früher mal als Planeten bezeichnet. Allerdings, die Umlaufbahn des Pluto, die war schon immer ungewöhnlich, weil alle Planeten laufen quasi in einer Ebene, also alle in wie so eine flache Scheibe sind unsere Planeten angeordnet. Der Pluto, der läuft allerdings ein bisschen schräg dazu, der hat eine ganz große Bahnneigung, der hält sich sozusagen nicht an die Verkehrsregeln. Mhm. Und außerdem ist es ja meistens der äußere Planet. Aber während seines Umlaufs ist er für 20 Jahre etwa auch innerhalb eines anderen Planeten, nämlich des Neptun. Und deshalb bezeichnen wir ihn auch nicht mehr als Planet. Ich habe ja vorhin erzählt, ein Planet muss seine Umlaufbahn freigeräumt haben. Mhm. Das hat er aber ja nicht. Er teilt sie sich ja so ein bisschen mit dem Neptun. Und Neptun ist viel größer, viel schwerer. Und deshalb ist Pluto dann zu einem Zwergplaneten degradiert worden. Aber trotzdem, Zwergplanet ist ja irgendwie trotzdem noch Planet. Ist immer noch ein Planet, genau. Und es gibt ja auch viele, die wollen Pluto zurückhaben als Planet und haben gesagt, ach, das ist doch doof, der arme Pluto, nur weil er der kleinste ist, ist er jetzt kein Planet mehr. Aber wir haben hinter Pluto tatsächlich noch hunderte, tausende weitere Planeten, die ähnlich groß sind wie Pluto. Und wenn das alles Planeten sind, dann muss man sich ja ganz schön viel Planetennamen merken. Wie viele Planeten gibt es denn überhaupt? So ganz grob. So ganz grob. Also in unserem Sonnensystem haben wir 8 Planeten und dann ganz viele Zwergplaneten. Aber das sind ja nur die Körper, die unsere Sonne umkreisen. Tatsächlich haben ganz viele Sterne Planeten um sich. Und wir haben davon mittlerweile ein paar tausend entdeckt schon mit modernen Teleskopen. Und wir wissen aber, es gibt viel mehr. Die haben wir nur noch nicht alle entdeckt. Wahrscheinlich gibt es in unserer Milchstraße, also die Scheibe, in der unsere Sonne einer von 400 Milliarden Sternen ist. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich so um die 50 Milliarden, vielleicht sogar 400 Milliarden Planeten. Also es gibt fast so viele Planeten wie Sterne, also mindestens 50 Milliarden. Das ist eine ziemlich große Zahl. Andreas, vielen, vielen Dank für die Beantwortung dieses Wunders. Ja, gerne. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben, wunder@universum-bremen.de.